Servus, Grüezi und hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Angetest-Videos zu Dune Spice Wars. Nicht zu wechseln mit Space Wars, das ist was anderes. Ja, ein Spiel von Shiro Games und Funcom, das ich im ersten Teil schon recht gut, denke ich, in den Grundzügen erklärt habe. Und jetzt gehen wir mal tatsächlich in die Vollen. Ich habe meine erste Siedlung hier erobert mit einem Spice-Vorkommen, baue gerade meine Raffinerie für Spice und bin schon eigentlich unterwegs, um mir hier oben das einzuverleiben. Wäre sozusagen die zweite Siedlung dann. Wir müssen nur schauen. Autorität ist hier wichtig. Wir können jetzt nicht unendlich viele Siedlungen erobern, wenn wir nicht genug Autorität haben. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, die zweite Siedlung geht jetzt noch und dann müssen wir ein bisschen Pause machen. Und das ist natürlich die Frage. Ja, geht man halt eher dahin, weil man hier vielleicht sagt, okay, hier kann ich eine Windmühle bauen und dann vielleicht noch hier die Brennstoffzellen, oder sagt man, ja, also ich hätte gern Plastahl, da hätte ich Stahl, da bräuchte ich eher das hier, weil es gibt einen Bonus. Man sollte generell, weil es ja doch relativ häufig diese Bonussymbole gibt, diese Ressourcen, man sollte, denke ich, generell lieber darauf schauen, dass man Gebäude immer dahin baut, wo auch die entsprechende Ressource ist. Geht auch anders, aber die Boni, die man hier kriegt, die sollte man eigentlich immer mitnehmen. So, ich habe mich jetzt mal für das hier oben entschieden. Was will er denn jetzt hier? Das haben wir ja auch schon erledigt. Sehr gut. Und die nächste Aufgabe. Ich soll eine Raffinerie bauen. Ja, da bin ich ja schon dabei. Ist ja so gut wie fertig. Was jetzt? Ein laufender Kampf. Ja klar, weil ich greife ja an. Was macht der denn jetzt da? Meine Einheiten sind natürlich tendenziell ein bisschen stärker, weil ich durch ihn hier ein bisschen mehr Erfahrungswertestufen habe. Das sollte ein bisschen was ausmachen. So, was ist denn das? Ein inaktiver Ernter. Ja, Raffinerie ist fertig. Der Ernter steht hier. Und ich kann ihn jetzt zum Einsatz schicken. Wenn ich das drücke, dann fliegt er automatisch im Carry-All dahin und baut Spice ab. Das machen wir jetzt auch. So, das sieht auch sehr ganz gut aus. Die haben noch, naja, etwas weniger als die Hälfte der Lebensenergie, aber es sollte reichen. Ich habe ab und zu mal hier so Hänger, aber diese Hänger, ich glaube, das hat eher was mit der Aufnahme zu tun als mit dem Spiel selbst. Die hatte ich nämlich vorhin nicht. Oder der Patch hat es verursacht. Das kann natürlich auch sein. So, die haben Erfahrung bekommen. Übrigens, die Erfahrung sieht man hier. 16 von 200. Erfahrungsstufe 2 aktuell. Sandwurm entdeckt. Schnell auf die Plattform. Gut. Wie kann ich jetzt... Moment mal, was sind das? Vorratsspeicher. Verbündete Einheiten in dieser Region erhalten außerhalb des Kampfes plus 2 Vorrat pro Tag. Ja, haut mir jetzt nicht so vom Hocker. Was ich mir jetzt gerade frage, ist, wieso kann ich das nicht erobern? Dauert das noch einen Augenblick? Ah, Forschung. Da geht's weiter. Und was will er hier? Achso, genau, das haben wir erledigt. Jawohl. So, ihr seht, ich baue Spice ab, nämlich 24. Und ein Teil davon geht hier rein, nämlich 17. Und ein Teil davon geht, ja, geht auf den Markt sozusagen. Und das produziert mir, ich nehme an, dass die plus 14 heißen soll, 14 Solaris. Müsste sich auch hier wieder finden. Genau, 14 Solaris auf dem Markt. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also 24 tun wir abbauen. 17 geht ins Lager. Das heißt, wir haben 7 übrig.
Ein Spice ist 2 Solaris wert, also 7 mal 2 müsste 14 geben. Das müsste hinhauen. So müsste es zu rechnen sein. Warum er jetzt da diese Aufsplittung macht, kann ich das eigentlich selber einstellen? Ach, ich kann das selber einstellen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Jetzt weiß ich's. Ja, jetzt ist natürlich so, ich sollte vielleicht erst einmal schauen, dass ich die 80 zusammenkriege, bevor der Imperator durchdreht. Aber danach können wir das vielleicht mal ändern, die Einstellungen. Oh, verdammt. Ach nein. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Ich habe die Stadt nicht erobert, weil ich einfach nur davor stand. Die haben es nicht automatisch gemacht. Ich habe mich wohl irgendwo hin verklickt. Und er ist jetzt gestorben an Verschleiß, weil er immer noch im Feindesgebiet war. Und das ist natürlich ärgerlich. Auch völlig unnötig. Gut, jetzt erobere ich das hier mal. Und währenddessen muss ich leider wieder einen Soldaten rekrutieren. Der kostet mich 200. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. 200 Solaris, das ist nicht wenig in dem Spiel. Tatsächlich. So, was wir jetzt hier sehen. Ne, die Stadt scheint ein bisschen Handel zu treiben oder sowas. Das finde ich echt cool gemacht. Da fliegen jetzt so kleine Einheiten rum. Wir können die Stadt oder die Siedlung mit Miliz ausstatten. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal auf Plus drücken und eine Miliz kaufen. Die schützt jedenfalls die ganze Geschichte rudimentär. Im Moment weiß ich noch nicht, ob ich das machen möchte. Ich habe da noch nicht so wirklich eine Muße dazu. Und wir sehen gleichzeitig, hier ist ein Harkonnen-Ornithopter unterwegs. Der ist hier am Erkunden, also sind wahrscheinlich die Harkonnen irgendwo hier. Okay. Ja. Wir können noch ein zusätzliches Gebäude bauen, wenn wir das wollen. Windfalle lohnt sich nicht. Raketenbatterie, im Moment möchte ich das eher nicht machen. Die Werkstatt generiert Hegemonie, aber das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Einfluss ist mir auch egal. Wissen ist vielleicht ganz gut. Ich mache mal ein bisschen Wissen. So. Es ist natürlich, oder es wäre von Vorteil, wenn wir jetzt eine zweite Spice-Kolonie entdecken. Ja, das gehört jetzt mir, weil ich dann einfach mehr Kohle verdienen würde. Jo, hier bräuchte ich... Ja, ich habe nicht genug Plastall. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich bräuchte eine Brennzellenfabrik. Und jetzt ist die Frage, warte ich so lange oder versuche ich zu handeln? Ich habe aber tatsächlich gar nicht so viel anzubieten. Gucken, ob die mir Klarstahl gibt. Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Kurz mal schauen, wie viel brauche ich denn eigentlich, um diese... ...150 und wir haben 93, also sagen wir mal so 60. ...20 Spice, dann wird sie mir das geben. Oder Solaris. Wie viele Tage haben wir denn noch? 9. Ich glaube, das kann ich mir leisten. Okay, dann machen wir das doch. Und dann können wir hier... Achso, ist noch nicht so. Noch nicht umgesetzt. Jetzt. Ja, die Frage ist Windfalle oder das. Aber ich glaube, wir machen mal das. So. Dann haben wir hier eine Militäreinheit, die... Nur mal überlegen, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Ich
glaube, das würde ich gerne als nächstes erobern, weil ich ja doch Stahl irgendwann mal brauche. So, ich habe den ersten Agenten bekommen. Und da muss ich auch ein bisschen was dazu erklären. Ihr seht erstmal, ich kriege den nächsten Agenten in 5 Minuten. Dann seht ihr verschiedene Fenster. So, also wir können den Agenten jetzt nehmen und einsetzen. Ihr seht überall, wo das so hell aufleuchtet, da können wir ihn einsetzen. Wir können ihn einmal einsetzen, um die Harkonnen zu infiltrieren. Das produziert 5 Aufklärung, gibt uns Erfahrung in den Harkonnen-Stufen, was dann später sich positiv auswirken wird auf diverse Aktionen. Oder wir machen das Ganze für die Schmuggler oder wir machen das Ganze für die Fremen. Dann können wir eine Arrakis-Infiltration machen. Das heißt, wir können den Planeten ausspionieren sozusagen. Das gibt uns Autorität, Aufklärung. Ja, und die Entdeckungsgeschwindigkeit für Sieges ist höher. Wir können aber auch die Raumgilde ausspionieren. Das gibt uns wiederum Arbeitskraft und Aufklärung. Oder wir setzen einen in den galaktischen Markt. Das gibt uns etwas mehr Solari. Oder hier kriegen wir Einfluss. Ne? Das kann man machen. Und dann kann man die Typen, oder nicht die Typen, ich glaube, man braucht dafür keinen Agenten. Wenn man Aufklärungspunkte hat, kann man die auf Missionen schicken. Und da gibt es jede Menge. Die Missionen gehen aber auch nur dann, wenn man gewisse Level erreicht hat. Also diese Level, die wir hier unten sehen. Momentan ist ja überall Stufe 0. Deswegen geht ja eigentlich auch nur das Einfache. Eigentlich sogar nur die Sonde. Und nicht mal die geht, weil ich ja nicht genug Aufklärung habe. Aber so ungefähr funktioniert es. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich möchte gerne mehr Autorität haben, dann setze ich jetzt ihn da rein. Und wenn ich mir denke, also es wäre ganz cool, mehr Geld zu haben, dann setze ich ihn da rein. Ich würde aber gerne mehr Autorität haben. Und ja, deswegen sieht man jetzt auch hier, der Agent steuert 1 dazu. Und jetzt habe ich alle 5 Minuten die Möglichkeit, einen Agenten loszuschicken. Ich glaube, bis zu 5 kann ich am Anfang haben. Ich weiß nicht, ob die Musik einigermaßen hört. Ich habe sie ein bisschen leiser gestellt, aber die ist auch nicht so schlecht. Passt ganz gut zum Szenario. Yes, sir. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich glaube, in dem Spiel kann man sich nicht so viele Fehler erlauben. Das ist relativ gnadenlos und ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich hier den Soldaten verloren habe. Wegen nichts eigentlich. Oh, was ist denn das? Angreifer können aus den verborgenen Sieges kommen, um Dörfer aus deiner Kontrolle zu befreien. Jeder erlittene Raubzug gewährt die Chance, den verborgenen Siege zu enthüllen, indem er seinen Ursprung hatte. So, jetzt habe ich die Frage, wo laufen die hin? Aber ich habe so meine eine Vermutung. Ich denke, dass die da oben hingehen werden. Und da habe ich jetzt natürlich keinen, der beschützt, weil ich auch keine Miliz gebaut habe. Aber das können wir ändern. Leisten kann ich es mir. Also mache ich eine Distanzmiliz und eine normale. Ich könnte noch eine dritte machen, aber da fehlt mir... Dann bin ich zu geizig. Das Geld fehlt mir nicht. Ich bin zu geizig. Seien wir doch ehrlich. Die Hoffnung ist natürlich, dass die jetzt die Miliz fertig haben, bevor der kommt. Das könnte knapp werden. Könnte eine knappe Kiste sein. Wurmzeichen. Oh, was denn jetzt? Also, Wurm, okay. Bau ist abgeschlossen. Mehr Wissen, alles klar. Dann darf ich was forschen. Ja, muss mal wissen, ne, was das alles bedeutet. Maximale Ernte zuweisbare Crews plus 1 schaltet das Gebäude Enterwerk frei. Enter? Erntewerk, nicht Enter. Ernte. Enter. Ja, Spionage ist alles schön und gut. Hm.
Ja, mit exakt einem Gebäude. Autoritätsabzug auf Dörfer im eigenen Besitz für das Annektieren eines neuen Dorfes ist um 30% reduziert. Da wusste ich gar nicht, dass es da einen Abschlag gibt. Ich mache mal die strukturierten Lagerhäuser. So. So, wo ist der Feind? Da. Wie weit seid ihr mit der Miliz? Oh, das wird sehr, sehr knapp. So, er macht jetzt etwas mehr Brennstoff, genau. Ja, du hast den Raubzug erkannt, ne? Das freut mich, dass du das erkannt hast. Yes, sir. Das wird auch wieder eine knappe Kiste. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich glaube nicht, dass die fertig werden. Shit. Aber ich kann jetzt hier auch nicht abbrechen, einfach. Und der hört jetzt auf, die Miliz zu bauen, wahrscheinlich, ne? Ja. Schlecht! Jetzt muss ich meine Leute da hinschicken. Die haben wahrscheinlich schon eh Verschleiß. Ne, das geht. Trotzdem doof. So, ihr seht jetzt, hier läuft was ab, nämlich sozusagen der Countdown für die Umwandlung in den ihre Geschichte. Was ist hier eigentlich los? Das sieht aber auch nicht gut aus. Tja. Ich wollte dem ja entgegentreten, aber das ist mir nicht vergönnt gewesen. Müssen wir nochmal Handel treiben, hä? How is Arrakis treating you? Komm, du kriegst noch ein bisschen Spice von mir. Einfluss ist dir wichtig, das verstehe ich. Ja, dann machen wir es doch so. Einverstanden, 20 gegen 60. Die gehen voll durch die Wüste, das kann ja auch nicht gut sein für die Vorräte. Jetzt kann ich natürlich das Ding da unten nicht erobern. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch einen Soldatentrupp mache, aber kann ich auch nicht. Da fehlt mir die Kohle. Eieieiei. Der hier sieht auch nicht gut aus. Aber die sind jetzt zum Glück gleich da. Nee, der darf da nicht stehen bleiben. Müssen wir gleich hier Verschleiß tun. So. Hoffentlich überlebt das einigermaßen. Ja, ich glaube, der überlebt es, weil hier diese Querulanten, die halten nicht viel aus. Gut. Gut, gut. Milizen bauen weiter, das ist auch gut. Ja, das müssen wir schnellstmöglichst hier beheben. Die bauen echt ordentlich ab. Und an einem Tag kommt der Kaiser und holt sich, was ihm gehört. Achso, was will der denn? Er möchte von mir Einfluss und dafür gibt er mir was. Was ist das? Zwei davon, 115. Nö, will ich nicht. Kannst du dir behalten, dein Kram. Keine Interesse. Ja, ihr seht hier, könnte man theoretisch, also hier steht 0 von 1, ja, was heißt theoretisch? Man kann es. Ich habe sogar einen Erfolg bekommen. Spice Duty. Was macht er jetzt genau? Erhöht die Spice-Produktion. Für jedes angeheuerte Crewmitglied wird Arbeitskraft ausgegeben. Okay.
Arbeitskraft hatte ich aber genug. Aha. Und das heißt, er produziert jetzt 30 statt, was war das, 24. Ne, das finde ich ja toll. Kaiserliche Steuer bezahlt. Sehr gut. Die nächsten sind 181. Wow. Aber es läuft im Moment eigentlich ganz okay. Man will sich ja gar nicht beschweren. Ich will gleich den nächsten Agenten. Nächstes Spice-Vorkommen. Ach, das ist natürlich gut, dann wird das hier jetzt ein Gebiet zum Erobern. Und auf jeden Fall mal einen neuen Soldaten jetzt. Wie, gegen die haben wir doch schon gekämpft? Hat der neue Milizen ausgebildet? Ach, scheiße. Nee, ich will nicht sterben. Sind sie aber. Toll. Gut. Ich sag mal so, das sind alles Sachen, das muss man halt einfach lernen. Das scheint eine Atreiden-Forschung zu sein, die speziell nur Atreiden können. Plus 5 Produktion von Solari pro anderer Fraktion mit einer Beziehung über 80. Ich habe noch keinen Siege gesehen bis jetzt. Machen wir das hier. Der das schafft, da habe ich ja meine Zweifel. Sandwurm entdeckt. Schafft's ja nicht mal gegen einen, geschweige denn gegen zwei. Aber wieso waren die jetzt wieder da? Hat der echt die Milizen neu gebaut? Das ist wirklich Pech gewesen, dass mich dieser Random-Typ da angegriffen hat. Schauen wir, wie lange der durchhält. Nicht mehr lang. Einen nimmt er vielleicht noch mit. Ja. Gott sei Dank. Nein, jetzt sind die an Versorgung gestorben. Oh. Oh, Wurmzeichen. Ich muss sofort mein Carry-All zurückrufen. Schauen, ob er es überlebt. Nein, er überlebt es nicht. Ich kriege richtig eins auf den Sack im Moment. Richtig eins auf den Sack. Eieieiei, das ist natürlich ganz bitter. Also schnell kann man gar nicht reagieren. Ich habe das sofort gedrückt. Ernte zerstört. Und die Crew ist auch tot, natürlich. So. Aber das Konzil steht an in zwei Tagen. Was wollen sie denn? Wirtschaftskongress. Die Geschwindigkeit für den Abschluss von Entwicklungen beim Militär ist um 50% erhöht. Kaiserliche Propaganda. Die gewählte Fraktion erhält 30% Produktion von Autorität. Oder die gewählte Fraktion erhält Bonus auf Choam Spice Wechselkurs. 30%. Doch, das ist ja alles nicht schlecht. Aber das ist jetzt hier alles echt dumm gelaufen. Also ich sag mal, viel mehr Pech kann man eigentlich nicht haben. Ich glaube, der Spice Ernte wird automatisch erstellt, oder? Wie ist das? Oder wie kommt der jetzt wieder ins Spiel? Ihr wisst, das Spice muss fließen. Tja,
gucken wir mal. So, einen nicht zugewiesenen Agenten, den würde ich jetzt mal in die Raumfahrergilde machen, weil ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Ach, da steht Ernte. 39%, das heißt, der baut sich selber. Okay. So, wir können das einnehmen. Aber jetzt haben wir fast keine... Wir brauchen Windkraftwerke, wir haben fast kein Wasser mehr. Windfalle, 128 Plastahl. Ja. Plastahl. Da war doch was. Oh, jetzt ist sie auch wichtig. Das ist natürlich schlecht. Ist allen wichtig. Warum haben alle mehr Kohle als ich? Warum haben alle mehr Spice als ich? Und wieso sehe ich das so direkt? Die haben alle viel mehr von allem. Boah. Das ist ja mal gar nicht gut. Für 20 soll ich dem 50 geben. Ja, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das möchte. Andererseits, was bleibt mir fast anders übrig, ne? Es sieht ja nur wirklich nicht gut aus. Ich tue meine gesamte... Naja, vielleicht nicht die gesamte, aber... 100 Punkte, die ich habe, werde ich jetzt mal hier reinstecken. Der Rest ist mir wurscht. Das lehne ich ab. So. Ja, mal gucken, ob ich da eine Chance habe, was zu erreichen. Ach, das sieht ja alles andere als gut aus. Alles andere als gut. Wie in 6 Tagen. Ich dachte, das wäre jetzt gewesen. Neues Dorf. Schön. Die... 43. Ach, die habe ich natürlich nicht. Jetzt müsste ich halt in den sauren Apfel beißen, ne? In den ganz sauren Apfel. In den bittersauren Apfel. Boah. Das hat wehgetan. Aber ich hatte fast keine andere Möglichkeit. Ich sah mich gezwungen dazu, wenn man so möchte. Inaktive Ernte. Ah, okay. Ne, geh mal zum Einsatz und nimm am besten ein Crewmitglied mit. Ist das alles traurig? Ich glaube, dass dieses Spiel, ähnlich wie die Wüste hier, sehr gnadenlos ist. Was ist jetzt das wieder? Handelsanfrage. Was ist das denn? Vielversprechender Politiker. Ein kluger Politiker hat deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielleicht könnte dies von beiderseitigen Nutzen sein. Entweder suche seinen Rat, Voraussetzung, lass dich für 0 von 1 positive Resolutionen wählen oder überzeuge ihn, sich an deine Seite zu stellen. Voraussetzung, baue 2 Staatskunstgebäude
Bei dem einen erhalte ich 100 Einfluss, bei dem anderen erhalte Agent mit der Eigenschaft politischer Drahtzieher. Staatskunstgebäude, was ist denn das? Aber wenn ich natürlich 100 bekomme, das ist natürlich schon eine Idee. Kann ich natürlich auch nochmal... Ja, kann ich doch was investieren, oder? Weil wenn ich eh 100 bekomme... Wir probieren es mal. So, der Ernter erntet immer noch nicht, oder was? Doch, jetzt erntet er 58, das ist aber nett. Wir haben noch 16 Tage Zeit, aber nichts im Lager. Ich muss die Ratio hier ein bisschen verändern. Sonst geht es mir bald schlecht. Und das sieht auch nicht gut aus. Baus bitte fertig. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich auf 0 bin. Oh. Baugeschwindigkeit von Gebäuden. Das ist natürlich super, weil ich ja gerade versucht, das Gebäude hier zu bauen. Was ist das? Sandsturm entdeckt. Mhm. Boah. Schaltet das Gebäude Spice-Silos frei. Mhm. Machen wir mal das. So, Freunde, ich glaube, wir müssen mal für diesen zweiten Teil dieses angetestet Videos einen kurzen Break machen. Und ja, im dritten Teil geht es dann hier munter weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele Teile wir machen werden. Aber noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, sollten wir vom Spiel sehen. Vielleicht ist mein Ende auch schon bald gekommen, man weiß es ja nicht. Also, bis dann. Ciao.